Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Ich habe euch heute die Aladdin 23 mitgebracht. Das ist eine Petroleumleuchte mit einem Glühdocht und die finde ich so schick. Die möchte ich euch einfach kurz zeigen. Die Lampe kommt als Bausatz daher und ich zeige euch auch gleich, was man hier alles drin haben, dran haben. Erstmal eine schöne Anleitung, wie die Lampe zu betreiben ist. Und dann diverse Bestandteile, die man brauche, um diese Lampe dann auch in Betrieb zu nehmen. Ihr seht, das sind eine ganze Menge Einzelteile, die wir hier haben. Und die gucken wir uns jetzt einfach an und schaue dann, wie diese Lampe dann auch zusammengehört. Hier in der großen Schachtel, da kann man dann gleich auch erahnen, dass es doch eine sehr schöne Lampe sein wird. Da ist der Tank drin. Ja, und zwar gibt es den in verschiedenen Ausführungen. Ich habe ihn hier mit dem hohen Fuß. In diesem Paket hier, da ist der Brenner und die sogenannte Galerie drin. Ich sehe hier diesen Docht, obendrauf die Galerie und da kann man schön sehen, wie sich hier dieser Glasfaserdocht auch verstellen lässt. Hier, die ziehen das Petroleum nach oben dann. Und die aufgesetzte Galerie, das Ganze kommt hier, wird hier reingeschraubt. Und ja, im kleinen Päckle hier, da haben wir diesen Glühstrumpf drin. Mit dem muss man ein bisschen vorsichtiger umgehen. Der ist auch hier noch entsprechend geschützt vor der ersten Inbetriebnahme. Da ist er noch relativ stabil. Der wird dann hier oben eingerastet und ganz oben drauf, weil mit das Schönste an der ganzen Lampe ist dieses Glas hier, was hier in die Galerie oben reingesteckt wird. Um dieses Setting wollen wir uns heute kümmern, uns einfach angucken, wie diese Lampe in Betrieb genommen wird und was sie für ein Licht hergibt. Vielleicht, was einfach nur interessant ist zu wissen, es gibt hier auch noch einen Aufsatz mit so Vesta-Schirme drauf. Das heißt, es gibt einfach schöne, verschiedene farbige Glasschirme, die ich da draufsetzen kann. Ja, aber wir werden erstmal sehen, wie diese Lampe so leuchtet und wie gesagt, uns das jetzt einfach im Detail auch nochmal anschaue.
Lampe jetzt in Betrieb zu nehmen, müssen wir zuerst den Tank befüllen. Da empfiehlt sich ein Paraffinöl zu verwenden von Petroleum rät der Hersteller von der Lampe ab, also ein Paraffinöl. Damit hält der Docht am längsten und die Lampe brennt am geruchlosesten. Für die erste Inbetriebnahme müssen wir diesen Docht hier abbrennen lassen. Dazu werden wir das Glas nochmal runternehmen, werden den Docht anzünden, bis er zum Aschegerüst verglüht und dann vorsichtig das Glas wieder aufsetzen. Später, wenn ich dann die Lampe anzünde, nehme ich Glas, Docht und Galerie runter, um meinen Docht runter zu entzünde. Wichtig ist jetzt auch bei der ersten Inbetriebnahme, wenn man den Tank fülle, dann dauert es etwa 30 Minuten, bis sich dieser große, starke Docht bis oben hin vollgesogen hat. Und vorher sollte man die Lampe auch keinesfalls in Betrieb nehmen, weil der trockene Docht wird einfach verbrennen. Deswegen warte, bis der Docht sich vollgesogen hat. Wie gesagt, geht ungefähr 30 Minuten und dann kann man hier weitermachen. Oder wenn der Docht dann nach einer halben Stunde etwa vollgesogen ist, es lohnt sich ja manchmal ein bisschen länger zu warten, dann kann ich Galerie, Strumpf und Glas zusammen runternehmen, vorsichtig zur Seite stellen und dann diesen Docht hier etwa einen halben Zentimeter rausdrehen, um ihn zu entzünden. Und wenn der Docht dann richtig brennt, dann setze ich die Galerie hier wieder auf. Man merkt schon, da kommt richtig Zug dahinter. Und kann dann hier die Lampe auch einregeln. Und ihr seht, sobald ich hier den Docht etwas höher drehe, beginnt der Strumpf zu leuchten. Und dadurch erreiche ich eine Helligkeit, ich sage jetzt mal so um die 30 Watt, also es entspricht einer 30 Watt Birne hier die Lichtausbeute, die ich da habe. Wenn ihr diesen Docht drauf und runter dreht, merkt ihr, jetzt geht er höher. Da geht er aber auch wieder in die Flamme über, oder wenn ich ihn zu tief drehe, dann geht die Lampe langsam aus. Das heißt, ich habe hier so ein Optimum, wo ich die ideale Lichtausbeute dann auch habe bei der Lampe. Zum Verlöschen drehe ich diesen Docht runter. Ich habe dann immer noch eine Restflamme, die zu sehen ist, und die kann ich dann
einfach lösche, indem ich oben kurz ins Glas reinpusht, kann sicherheitshalber nochmal den Docht ein Stück hochdrehen, dann erkenne ich, ob die Lampe auch wirklich aus ist. Reichlich Licht gibt diese Lampe auch gut Wärme ab. Ihr müsst oben aufpassen, dass sie genug Luft nach oben hat. Und auch an Glas und Galerie solltet ihr relativ vorsichtig sein beim Anfassen. Hier unten geht's, aber sie wird nach einiger Betriebsdauer doch richtig, richtig heiß. Also Finger weg, bis die Lampe kalt ist. Ja, wenn euch die Lampe gefällt, lasst uns einen Daumen hoch da, liked unser Video. Teilt es mit eurer Freunde, abonniert am besten unseren Kanal, dann seid ihr immer informiert, was es Neues gibt von Jodeland. Und bis dahin sage ich Dankeschön, viel Spaß, euer Ralf von Jodeland.